Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und es gibt spannende Gerüchte, meine Freunde. Die offizielle Ubisoft-Seite, Facebook-Seite, hat ein Bild gepostet von der neuen Grom-Einheit. Und zwar sieht man hier deutlich eine Frau, die hier eine Waffe trägt. Darauf kommen wir gleich. Wir können jetzt sicher gehen, dass die neue Operator bzw. die Frau quasi eine Frau ist und dass wir keinen Mann haben. Bis jetzt war es ja immer so, dass wir mindestens eine Frau, einen Mann haben, nie zwei Männer oder zwei Frauen. Aber jetzt ist es anders. Jetzt haben wir tatsächlich zwei Frauen in einer Einheit. Ella ist eine Frau, gehört zur Grom-Einheit und die auch. Die wird sie nicht mehr in der Zukunft heißen, sondern laut Gerüchten wird sie Sophia heißen. Das ist nicht alles. Es gibt noch ein hartnäckiges Gerücht und zwar, dass Sophia mit Ella verwandt ist. Quasi, die sind Geschwister. Woher dieses Gerücht stammt, werde ich euch gleich erklären. Dann können wir mal gucken, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Gerüchte stimmen. Und dann kommen wir noch auf die Waffen, denn das ist auch richtig spannend. Und dazu gibt es noch einen eventuellen Zombie-Modus. Ja, meine Freunde, ihr seht gerade, da ist echt viel los in Rainbow. Und ich erkläre das Schritt für Schritt. Aber um zu gucken, ob die wirklich Geschwister sind oder nicht, müssen wir erstmal Ellas Trailer-Video anschauen. Denn da ist ein kleiner Hinweis, was denn diese Mythen quasi mit sich bringt. Aber schauen wir mal in Ellas Trailer rein. It's a brutal, dangerous world out there. But I found my way. Chaos is my home. And I'll make sure you never escape it. So, und habt ihr was erkannt? Ich glaube nicht, deswegen achtet mal genau an die Endszene. Hier sieht man auf der rechten Seite von Ella ein Teil eines Uniforms. Ihr kennt es ja von den Generälen, die irgendwie höher sind, dass sie da Abzeichen haben oder auch Muster am Kragen. Und das ist ein Kragzeichen quasi, was die Generäle am Kragen haben, hat sie auf der rechten Seite. So, ne? Und bei der neuen ist das so, Sophia nennen wir sie mal, hat sie das auch. Ist genau das Gleiche. Nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite. Von Ellas Bild wissen wir, dass auf der linken Seite nichts ist und dass sie es quasi nur auf der rechten Seite hat. Und wo Sophia geht sehr stark davon aus, dass auf der rechten Seite nichts ist und dass sie es auf der linken Seite hat. Jetzt denkt ihr euch ja, es kann doch normal bei den polnischen Operator sein, aber das ist nicht so. Und zwar, wer letztens aufgepasst hat, weiß, dass Ellas Vater auch in der Grom-Einheit war und gestorben ist. Und nach dem Tod ihres Vaters wollte Ella auch in die Grom-Einheit. Aber ich lese euch das mal kurz vor. So, entschlossen. Nur Monate nach dem Tod ihres Vaters kündigte Ella ihren Vertrag und trainierte unablässig, um die Grom-Aufnahmeprüfung mit Zivilisten zu bestehen. Der Einheit ihres Vaters beizutreten, war ihr eine Art, sein Gedenken in ihren Ehen zu halten und die Fehler wieder gut zu machen. Also wir können sehen, dass Ella quasi nur in die Grom-Einheit eingegangen ist, weil ihr Vater da ehemals war und dass sie ihn wieder beseitigen wollte und deswegen auch in die Grom-Einheit gegangen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, das Ding auf der rechten Seite gehört ihrem Vater. Wenn denn Sophia die Schwester ist, hat sie das andere und das auf der linken Seite. Und das finde ich richtig spannend. Hut ab Ubisoft, dass ihr so welche kleinen Sachen mit eingebaut habt. Finde ich richtig cool. Ist immer noch ein Gerücht, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass Sophia die Schwester von Ella ist. Aber ich kann euch jetzt keine 100%ige Garantie geben. Das sieht sehr stark danach aus. Aber jetzt machen wir weiter. Und zwar geht es hierbei um die Waffe von Sophia. Am 1.11. gab es einen Eintrag auf der Internetseite boardsforchang.org. Ich kenne mich da jetzt nicht gut aus. So ähnlich wie Reddit. Und da wurde gepostet, dass der neue polnische Operator Sophia heißt, also quasi eine Frau ist. Das ist schon mal wahr, ist eine Frau, wie wir gesehen haben. Und das zweite ist, dass er eine Stun-Granatenlauncher hat. Also Granatwerfer oder Blendgranatenwerfer, je nachdem, wie man das sieht. Und wenn wir wieder aufs Bild gucken, sehen wir, ja, da hat er irgendwie recht. Unten ist wahrscheinlich ein Granatwerfer, like Ash, und oben so eine Art Blendgranatenwerfer. Wisst ihr, was ich meine? Und das sieht sehr stark danach aus, dass es ist. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine 100% Garantie an euch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das untere quasi ist wie ein Granatwerfer, was man bei Ash hat, aber glaube ich nur ein
und bei oben Blendgranatenwerfer oder Betäubungsgranaten. Eins von den beiden wird es wahrscheinlich sein, dass man quasi von jedem einen hat, höchstens zwei Blendgranaten und einen Granatwerfer, sonst bräuchte man ja erst gar nicht. Aber ich kann jetzt keine Garantie aussprechen, dass es wahr ist, aber das sieht sehr stark danach aus. Und das, was er geschrieben hat, ist schon mal so richtig. Aber kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Er hat geschrieben, dass es einen neuen Modus geben wird, das Zombie heißt. Ihr habt richtig gehört. Zombies in Rainbow Six. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Aber wenn ich jetzt das da oben lese, dass die neue polnische Operator Sophia ist, Frau ist, Stunt bzw. Granatlauncher hat, ist im Bild, sehen wir, das Bild ist echt, dann habe ich jetzt Bedenken, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Am Anfang dachte ich so, das Gerücht gab es schon letzte Woche, also vor 6 Tagen quasi, dass das irgendwie nicht stimmen kann, aber da der Oberen jetzt recht hat, kann es sein, dass wir tatsächlich einen neuen Zombie-Modus bekommen. Er hat auch gleich weitere Optionen geschrieben. Und zwar werden wir 3 Maps haben. Einmal Krankenhaus, Motel, Hotel quasi und Trailer Park. Da gibt es einen Modus halt Geisel, Bomben platzieren. Die beiden Bereichssicherungen gibt es nicht. Und die Zombies werden, also die Missionen werden quasi wie bei Left 4 Dead 2 sein. Also dass man quasi gegen Zombies kämpft und da gibt es halt verschiedene Zombies, einmal vom Spiel quasi Left 4 Dead von denen und auch normale Zombies, halt wie man sich ganz normale Zombies so vorstellt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber es wäre richtig cool, dass da Ubisoft vielleicht einen anderen Mode reinbringt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall freue ich mich auf Sophia, wenn sie dann so heißen wird und das Gerüchte, dass sie Geschwister sind, ist auch richtig cool und das mit einem Zombie, hey, das wäre das Beste, was passieren kann. Zombie-Modus in Rainbow, da bräuchte man gar nicht mehr COD zu spielen. Aber ich bin gespannt. Das sind die spannenden Gerüchte, meine Freunde. Ich dachte mir, das müsst ihr einfach erfahren. Am Anfang dachte ich mir so, vielleicht ist das nicht nach einem Video wert, aber nachdem das Gerücht wahr ist, mit der Waffe und dass sie Geschwister sein könnten, ist ja immer noch ein Gerücht, kann es ja auch sein, dass wir in der Zukunft einen Zombie-Modus bekommen. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Ja, ihr merkt, das wird richtig spannend die nächsten paar Wochen. Da kommen immer Stück für Stück mehr Informationen. Da mache ich auch immer dazu ein Video. Wenn du keine Videos verpassen willst, kannst du gerne abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ich mache dann gelegentlich ein Video über Rainbow, welche Änderungen es dann kommt, welche Operator es geben wird. Und wie findet ihr eigentlich die Gerüchte? Also ich finde es richtig spannend, am Ende zu gucken, welches Gerücht denn wahr ist und welches nicht. Da kann man so gemeinsam irgendwelche Spekulation machen. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare spekulieren, was ihr davon haltet, ob es wirklich einen Zombie-Modus geben wird und was ihr von der Theorie haltet, dass Ella mit Sophia Geschwister sind. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ihr könnt auch andere Theorien schreiben, was dann noch passieren kann. Ich lese es mir auf jeden Fall durch. Ja, meine Freunde, das war es von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.